Dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Balance Sprechstunde von und mit Mirko Fünfstück und heute wieder ein neuer Gast, eine alte Bekannte im Podcast, nämlich die liebe Tanja. Hallo Tanja. Ja, hallo Mirko. Hi. Und heute muss ich natürlich gleich mal fragen, unbekannter Hintergrund, wo bist du gerade? Ich bin gerade in Baden-Württemberg in Deutschland, ganz tolle Stadt, kann ich nur empfehlen. Und ich bin gerade im Hotel und ja, die haben mir meine Checkout-Zeit jetzt verschoben, damit ich Zeit habe für diese Aufzeichnung. Hey, also richtig prominent bist du jetzt schon, dass du Podcast aufzeichnest und gesagt hast, jetzt muss ich erstmal noch eine halbe Stunde verlängern. Ja, sogar die ganze Stunde. Ui, okay. Bist du geschäftlich unterwegs? Das weiß ich ja, aber du hast ja bestimmt auch irgendwas schon gesehen, was dich in Baden-Württemberg angesprochen hast. Gibt es da irgendeinen Tipp? Ganz tolle Menschen hier. Das sage ich zu jeder Region, weil ich tatsächlich Glück habe, nur mit tollen Menschen zu tun zu haben. Dennoch die Menschen, das ist mein Grund, warum ich hier bin. Das sind Treffen mit einigen Kollegen und Kunden, kann man es kaum sagen, weil das ist tatsächlich mehr so freundschaftliche, kollegiale Stimmung. Deshalb bin ich hier in Baden-Württemberg, in schönen Ludwigsburg. Und gestern hatte ich eine 1,5 Stunden ungefähr frei und war dann, wie heißt es, dieses blühendes Barock, glaube ich, das Projekt, bin durch Schlosspark gegangen und habe mir die schönste für mich Kürbisausstellung bis jetzt angeschaut. Also so toll. Und die hier aus der Gegend sagen, das ist legendär, das muss man hier sehen. Also und gestern zum Abendessen habe ich Kürbis Bruschetta gegessen. Also Kürbis dominiert hier alle Themen, ob das jetzt als Kunst oder Essen, das ist Baden-Württemberg, das ist Oktober, das ist Deutschland. Schön. Also bist du schon voll im Herbstfieber jetzt? Ja, definitiv. Ich wollte mit dir dieses Gespräch eventuell sogar im schönen Park aufnehmen, was ich jetzt direkt hinter diesem schönen Fenster habe. Aber ich glaube, da wäre die Qualität nicht so gut. Das stimmt. Ganz, ganz toll. Baden-Württemberg liebe ich auch und es ist immer eine Reise wert. Ja. Sehr cool. Ja, aber wir sind ja heute nicht hier, um, auch wenn es schön wäre, über Baden-Württemberg zu sprechen oder über Kürbisse. Ja, ich könnte sondern sofort loslegen. Wir haben ja noch ein anderes Thema heute, nämlich, kann man schon so sagen, das Balance Highlight des Jahres steht an demnächst. Und wenn wir uns austauschen wollen über Highlights, dann ist ja eigentlich alles ein Stück weit ein Highlight und jedes auf seine eigene Art besonders und hervorzuheben. Deswegen schaffen wir es gar nicht, alles durchzugehen, aber wir wollen doch trotzdem mal so ein paar Dinge heute beleuchten, damit vielleicht auch der Zuhörer oder die Zuhörerin einen Einblick bekommt, was dann erwartet, weil so geht es mir ja auch, dass ich dann einfach auch noch mehr Lust habe, daran teilzunehmen und die Vorfreude noch größer ist. Ja. Na, lass uns doch einfach mal starten, einfach bei dir. Du hast ja auch logischerweise Workshops, Vorträge und bist das ein oder andere Mal zu sehen. Und hast ja zum Beispiel einen Workshop zum Thema Neurologie. Neurologie war ja dieses Jahr auch unser Schwerpunktthema bei den Trainer Days, die ja erfolgreich stattgefunden haben. Und das Feedback war ja sehr gut. Und ja, vielleicht gibt auch mal ein, zwei Punkte wieder. Thema Neurologie, Balance. Was erwartet denjenigen, der am Workshop dran teilnimmt? Es erwartet eben vieles rund um Verständnis, Wirkung meiner Methode, also Wirkung der Aufrichtung der Wirbelsäule, Entlastung der Wirbelsäule aus der Bewegungskyphose und die neurologische Komponente dahinter. Zum Beispiel viele Trainer, jetzt zitiere ich schon mal, weil das finde ich, das ist noch viel mehr wert, als was ich sage. Jetzt nach dem Trainer-Day in Schwarzheide, wo ich war, kam auf mich eine Kollegin zu und sagt, ach, jetzt weiß ich, wie ich das erklären kann, wenn die Teilnehmer auf mich nach dem Kurs kommen und sagen, kann das passieren, dass mein Tennis-Ellbogen oder generell Kribbeln in der Hand oder im Fuß oder leichte Lähmungserscheinungen dann auch verschwinden und ich habe dabei nur im Brustbereich der Wirbelsäule gearbeitet. Kann das sein? Ich sage ja. Na, nicht immer, aber in meisten Fällen sind da direkte Zusammenhänge über periphere Nervensystem, über Verständnis dazu. Und das fand ich so schön, dass sie dann tatsächlich direkt mitnehmen konnte und fühlt sich dann sicherer auch in der Arbeit. Und nochmal
verstanden. Zum Beispiel vor allem hebe ich die Zusammenhänge, weil da sind die meisten, die deutlichsten Veränderungen im Bereich aus dem Verständnis für vegetatives Nervensystem, also alles, was wir nicht bewusst steuern können, das ist der autonome Teil in uns, das vegetative Nervensystem und peripheres Nervensystem. Das sind so die Komponente, wo ich sage, aus diesem Blickwinkel nochmal die Wirkung der Methode zu verstehen. Das liegt mir besonders am Herzen. Ja, und natürlich nochmal zu zeigen mit den einfachen, dennoch tollen Messungen, die anschaulich machen, zum Beispiel, wie verändert sich Sympathikusaktivität, wenn die Leute einfach in Rückenlage liegen oder in Rückenlage liegen plus atmen und wenn die in Rückenlage auf den Bällen liegen plus atmen, also das, was wir machen, was Fantastisches da noch und unfassbar Tolles und vor allem schnell im Körper passiert, wie stark und wie gut zum Beispiel Sympathikus sich anpassen kann und wir wissen, das ist der für Stress zuständige, regulierende Anteil des vegetativen Nervensystems. Das ist dann Trainer der Neurologie. Und natürlich üben. Spannend. Und zum Schluss, ja, vielleicht mit so einem schönen Kaffee, wer worauf Lust hat. Ja, gut, aber das wäre beim Trainer Day, das haben wir tatsächlich erlebt. Das kann ich beim Rücken- und Lendensummit nicht anbieten, leider nicht allen sagen, komm, wir trinken nochmal ein Seko. Das war beim Trainer Day. Mhm. Das war straffer gut. Zeitplan, da schaut schon der nächste Referent mit den Hufen hinter dir. Da bleibt keine Zeit zum Zecko trinken. Ja, genau. Das ist beim Trainer Day nicht möglich. Das kann man beim Rücken Online Summit nicht möglich. Das kann man dann abends nach dem Online Summit machen. Ja. Ja, und dein Workshop ist ja am Samstag und wie der ein oder andere, der dabei gewesen ist, das auch kennt, werden wir ja wieder besonders am Wochenende Wert legen auf eine sehr gute Übertragung. Das heißt, wieder ein professionelles Kamerateam vor Ort, professioneller Ton. Und das Schöne ist ja, weil du gerade auch Neurologie angesprochen hast, das gibt es ja sogar im Nachgang wie alle Workshops, Vorträge und Gespräche als Aufzeichnung, was ich persönlich auch immer als riesen Mehrwert empfinde, was manche verständlicherweise auch so in Vergessenheit, was in Vergessenheit geraten ist, was manche vergessen haben, genau. Aufzeichnung finde ich sehr wichtig, weil es sind 24 unterschiedliche Themen, also Workshops. Man kann ja gar nicht überall dabei sein. Genau, man muss sich da quasi Urlaub nehmen, um das alles anzuschauen. Das ist es uns auch bewusst, dass auch noch nicht mal ich schaffe das, weil ich zum Beispiel am Freitag unterwegs werde von Düsseldorf zu dir in Richtung Dresden nach Schwarzheide zu sein, um eben in diesen Live-Format beziehungsweise live für uns mit professionellen Kamera das Wochenende von dort zu übertragen. Dementsprechend Aufzeichnung ist das, was dem Ganzen richtig den vollständigen Sinn gibt, ja? Mhm. Des Trainers und Therapeuten. So, wenn wir so durch die Bereiche gehen, ich habe nebenbei das Programm auf, wo ich so durchscrolle. Das Programm, oder? Was? Wir haben uns dieses Jahr schon wieder übertroffen. Hast du das Programm nochmal? Jedes Mal, wenn ich dieses Programm sehe, vielleicht für viele da draußen ist das so normal, die sind schon fast gewohnt, ja, die machen coole Sache da, Balance-Konzept, ja, tatsächlich. Aber das Besondere daran ist, dass alles so schön sinnvoll ist. Und wenn ich dieses Jahr schon wieder das Programm anschaue und du hast gerade gesagt, Highlight, ganz ehrlich, alles ist Highlight. Hm, das stimmt. Wäre das nicht ein Programm? Ja. Wenn ich so durch das Programm... Das ist wie bei Kürbisernte. Wenn ich so durch das Programm scrolle und dann beim Thema Kinder und Kids hängen bleibe, da haben wir ja auch sehr viel praktische Expertise mit dabei. Also werden wieder aus dem Kursraum live streamen, wie ihr das aus dem letzten Jahr schon kennt, diesmal zu einem neuen Thema. Und was ich persönlich auch sehr gut finde, ist ja das Thema der Schwarmintelligenz oder des Austausches. Und da haben wir zum Beispiel auch einen Expertentalk mit der Madeleine Haas, einer Schulleiterin, mit der Christiane Jackwitz, der Geschäftsführerin von einem Frauenfitnessstudio, Nicole Rudolf, die ja ausgesprochene Expertin ist, auch über Kids Only hinaus, in dem Training mit Kindern und der Nadine Schulze, die ja auch Mitbegründerin ist von Kids Only. Und da kann man aus meiner Sicht, auch als Unternehmer, mal sehr, sehr viele Impulse und Ideen mitnehmen, was ich dann in die Umsetzung bringen kann. Unbedingt, gerade bei Thema Kindern, auch wir merken, dass wir dann nur dazu lernen können. Das Konzept, das Thema ist fantastisch und wir werden das jetzt, bitte korrigiere mich, aber ich glaube, das wird jetzt zum ersten Mal, dass wir, sage ich mal, die neue Version von unserem Kinder-Konzeptangebot anbieten werden. Auch wir haben dazu gelernt,
das Thema Kinder, klar, alle haben es gesagt, alle haben es verstanden, ist wichtig, aber wie holt man die ab? Wie holen wir die ab? Und das ist auch bei uns nicht immer einfach, zumal, also ich in meinem Fall, ich habe jetzt keinen Raum, wo ich Kurse anbiete. Und wir haben schon, das darf man offen so sagen, mehr Trainer, die Kids Lizenz gekauft haben, als die dann letztendlich das umsetzen. Das tut in der Seele weh. Mhm. Aber wiederum manche, bei denen läuft es super, fantastisch. Und da gehört die Nicole Rudolph, wenn sie mir erzählt, dass die Kinder auch in Ferien bei der Hitze bei ihr Viertelstunde vorm Kursbeginn schon vorm Raum sitzen. Dann frage ich mich, was macht diese tolle Trainerin Nicole Rudolph anders? Ja. Als manche sagen, stimmt. Läuft nicht so. Das ist, dann spricht man, telefoniert miteinander und dann sagt einer, ach, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Mhm. Einen Impuls brauchen, ähnlich Christiane Jakwitz. Bei ihr sieht das fantastisch aus, aber egal, was Christiane macht, auch Balance generell, ist bei ihr Rekorden verdächtig. Ich werde immer wieder angesprochen, Thema Zugang zu Schulen. Christiane hat 2 Schulen akquiriert, also ist in 2 Schulen vertreten, also denke ich, sehr, sehr interessant. Also die Impulse von den beiden, wenn es um Thema Kinder geht, dann kann man nur von den beiden lernen. Auch ich lerne von den beiden noch dazu. Und dann noch die Madeleine Haas als Schulleitung. Das ist schon so eine Runde, wo man sich anhört, wenn man sagt, okay, ich möchte in dem Bereich was machen, dann ist das schon ein super toller Impuls, was da entstehen wird. Weil die machen, kann man davon lernen. Wenn wir gerade beim Thema Lernen sind und Thema Blaupausen, so hatte ich es auch schon mal auf den sozialen Kanälen gepostet von Balance. Also immer beim Thema von Stefan Huber. Stefan hat ja einen Vortrag mit vollen Präventionskursen zu mehr als 18.000 Umsatz pro Jahr und ich habe so ein bisschen scherzhaft gepostet, dass man eine Blaupause bekommt für 18.000 € und eigentlich das Ticket nur 99 € kostet. Ein super Early Bird bis zum 23.10. Und das meine ich aber voll ernst. Also warum sollte das nicht jemand anders auch schaffen, was dort genauso einfach, ohne jetzt ein riesen Hexenwerk zu gestalten, sondern einfach durch konsequente, disziplinierte Umsetzung geschafft worden ist. Also es ist nur 18.000 € möglich. Das ist mehr als möglich. Das ist, also für mich ist das, okay, für viele ist das nicht möglich. Das ist für viele Highlight. Aber ich glaube, das ist ein grundlegendes Thema, dass viele generell mit dem Thema Geld und Pricing Probleme haben. So, jetzt verändere ich ein bisschen. Aber das, was Stefan macht, das ist, es steht und fällt mit der Umsetzung. Genau. Und einfach sagen, einfach mal machen. Und da kann der Stefan definitiv, wer, wenn nicht Stefan, du und tatsächlich Studios, die das schon umgesetzt haben, zeigen können, wie es geht. Vor allem das Gute dann dran an dieser Erfahrung, wenn Stefan darüber berichtet, dann denkst du, ist doch einfach, ja? Genau, der größte Hebel ist eben in der Umsetzung. Toll, ich freue mich darüber. Der Witz an der Sache ist auch, er setzt das so schon seit Jahren um. Also das ist das Mindeste, was immer auch wirklich seit Jahren passiert. Und vor allem vor dem Lockdown und danach, ja, weil genau. Die Zeiten haben sich auch verändert. Das heißt, wir können nicht mehr auf die Erfahrungswerte zurückgreifen vor Lockdown, weil da würde berechtigt ein Kollege sagen, naja gut, die Welt hat sich auch nochmal gedreht, der Kunde verhält sich anders. Mhm. Ihre Arbeitsbedingungen sind anders, man hat eine andere Personalsituation. Nichtsdestotrotz, das Schöne daran ist, es funktioniert bis heute so. Und das ist gute, das ist die Botschaft, darum geht es. Also wie gesagt, wirklich jedes Thema wäre ein Highlight für mich persönlich, was mir auch am Herzen liegt. Wir gehen ja nochmal am Donnerstag auf ein Thema ein, womit ich auch in der Praxis immer wieder konfrontiert werde, dass deine Methode, unsere Methode, als Kleingerät eben letztendlich wiedergegeben wird, weitergegeben wird und dann sich auch, hatte ich kaum letzte Woche einen Kunden aus Österreich, ja, wo es genauso gewesen ist und wo dann der Erfolg eben nicht eintritt, weil ich es auf das Kleingerät reduziere und da haben wir ja mit einem ja sehr ausgesprochenen Experten aus der Praxis auch einen Workshop als Kickoff sozusagen entwickelt. Vom Kleingerät zur Methode, wie du mit emotionalem Verkauf deine Kunden zu Fans machst. Weil es muss doch möglich sein, wenn Leute Tage vorher vor einem Apple Store zelten, wenn ein neues iPhone rauskommt, dass irgendwann mal Leute vorm Gesundheitsstudio zelten, wenn der neue Balance-Kurs rauskommt. Ein Potenzial ist übertrieben gesagt.
Ja, ich weiß, aber auch wenn wir dabei schmunzeln und so redet man über sich nicht, sondern die sind jetzt wahnsinnig so voll selbstverliebt und überbissen Potenzial ist da, weil wenn man dagegen stellt, was die Leute davon haben, ja, Mhm, dann stimmt. könnte es schon hohem Potenzial so sein. Aber wahrscheinlich wird es nicht eintreten. Uns würde Genau. reichen, wenn sie zu regulären Öffnungszeiten kommen Richtig. und schon vorher zelten. Und Mirko, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und vor allem, ich freue mich schon, wenn ich bei Michael selber auch diesen Workshop mache, weil ich denke, ich bin auch selber viel Ursache, dass die Leute da draußen noch nicht richtig das verinnerlicht haben, dass es eine Methode ist und nicht nur Kleingerät. Zwar habe ich von Anfang an gesagt, ich verkaufe keine kleinen Geräte oder die gibt es nach wie vor nicht direkt als Kauf, sondern nur nach wie vor Schulung, Einweisung. Das heißt, die Dienstleistung steht im Vordergrund. Es ist definitiv wichtig, unfassbar wichtig, an diese, sage ich mal, Schraube zu drehen, weil sonst steht man sich im Wege. Vor allem, weil jetzt noch 9 Jahre später mit unserer Ansage, eine Übung, die dein Leben verändert, lehnen wir uns richtig aus dem Fenster oder sind zum Teil provokant und schon vielleicht manchmal unseres, ja, schon wieder so ein Klopper, weißt du, so eine Aussage. Ja, daran kann man uns messen. Das ist Entlastung der Wirbelsäule aus der Bewegungskyphose. Das ist dann quasi das Versprechen unterm Claim darunter. Das ist die sachliche, sehr ernst gemeinte Aussage. Und hier, wie verkauft man kurz, knapp und knackig, gibt man beim Vorbeigehen den Kunden die vernünftige Erklärung. Genau, weil viele schreiben, ja, Balance Balls Training. Also mich würde es nicht ansprechen. Ich suche Klar. ein Balance Balls Training. Ich suche etwas für meinen Rücken, für meine Schulter, für meine mentale vielleicht Gesundheit und so weiter. Und da können wir nicht genug dazu lernen. Und ganz ehrlich, es gibt Leute, die machen gewisse Dinge einfach viel besser als ich. Und das ist der Michael, der einfach total faire, toller, authentischer Typ ist. Das heißt, ich als Trainerin, als Wissenschaftlerin muss nicht zu irgendeinem Vertriebler mutieren, der irgendetwas verklopft, was die Leute nicht brauchen, sondern das, was wir schon gut tun, einfach noch durch Wording, durch ein paar gute Tipps so gut den Menschen erklären, dass sie es bei uns kaufen. Weil also ich wusste schon immer, dass das wichtig ist. Aber du weißt, ja, man hat viele Dinge irgendwann gewusst. Ja, ich muss meine Ernährung umstellen, ich muss mich um meinen Rücken kümmern. Man muss aber erstmal dann sagen, okay, jetzt mache ich das so. Und da sind wir jetzt mit dir, mit Stefan und jetzt kommt noch der mit unserem Sales-Team und jetzt kommt der Michael dazu, einen enormen Schritt in diese Richtung gegangen. Ich freue Genau, mich. also. Mich richtig und ich mag ihn, denn der ist einfach toller, authentischer Typ, Persönlichkeit, ein Weltenbummler, der weiß, wovon er spricht, ein Mann mit Herz in der linken Brusthälfte und ein super Experte. Ich glaube, der hat Psychologie studiert, richtig? Guck mal, was in diese Richtung? Also, der hat da richtig schon, glaube ich, Ich glaube, Sport war in Richtung Sport. Ja, also der hat definitiv was mit Psychologie zu tun. Also sage ich mal so die Bücher gelesen, aber vor allem er hat das Leben Das gelebt Leben und lebt studiert. weiter. Studiert, genau. Ganz fairer, toller, cooler Typ. Freue ich mich. Also Toll. ich glaube, wir haben den Namen noch gar nicht richtig komplett gesagt, nämlich unser lieber Kollege Micha Graupner, oder hatte ich das vorher schon Ja, gesagt? genau, ist er auch. Soll doch Sehr gut. gute Und Wissen, wie ich sage, wie Michael. gesagt, wir werden dort auch viel darüber sprechen, wie ermittle ich das Warum des Kunden und stelle dann auch kausale Ketten her, eben zur Balance-Methode. Das heißt, ich habe Problem XY. Wie zahlt die Methode dann auf dieses Problem ein? Ja. Ja, dann gibt es natürlich auch Impulsvorträge oder Workshops, die ganz anders sind und völlig losgelöst auf der Balance-Welt oder Ja, beziehungsweise es gibt noch von einen, der der richtig Balance-Welt. mit der Balance-Welt zu tun hat. Darf ich dich jetzt Ja, auch aber fragen? ich meine jetzt so mehr aus dem sportlichen Kontext heraus, nämlich ja, ein Kollege aus der Rechtsanwaltbranche, der Stefan Steger, Ja. mit dem werden wir einen Arbeitsrechtstalk machen. Neues aus dem Lex Laboris. Da musste ich erstmal nachfragen, was damit gemeint ist, aber wir haben das mit Absicht lateinisch gelassen, um auch eine Was Aufmerksamkeit zu bedeutet erzeugen. das? Also es geht um aktuelle arbeitsrechtliche Themen, die viele betreffen. Ich mache nur ein Beispiel. Seit dem 1.10.
gibt es jetzt ein Dokumentationsgesetz, ein neues, was verpflichtet, Arbeitszeiten von allen Kollegen, Mitarbeitern und selber auch von Geschäftsführern zu dokumentieren. Und tja, wenn man das nicht weiß, kann es natürlich auch irgendwann zu Problemen führen. Okay, das wusste ich natürlich nicht. Ist so. Aber dafür braucht man so einen Stefan Steger, ja. Ich kenne den auch privat. Der hat richtig Ahnung. Und eine sehr angesehene Kanzlei aus München mit dem Sitz in Düsseldorf. Ja. Da ist er auch. Eversheet. Mhm, genau, Eversheet. Und richtig gute Leute. Klar, sind die teuer, wenn man die direkt bucht. Aber gut, das ist für unsere Kunden inklusive im Ticketpreis. Die Expertise vom Stefan. Ja. Und einfach auch, was ich toll finde, ein ganz toller, wenn man so auf Deutsch sagt, Patente, Mann. Und richtig gut, er hat richtig Ahnung. Der macht gerade den Abschluss. Er hat eigentlich schon seine Doktorarbeit abgegeben. Vielleicht ist er bis dahin schon Herr Doktor, offiziell. Mhm. Bis zum Rückmondline Summit. Also der hat echt, der hat's drauf. Absolut. Ja, ja, dann gibt es natürlich auch für unsere Therapeuten wieder etwas. Therapie-Workshop für das Beschwerdebild Morbus Bechterew mit der lieben Doreen Huber. Endlich, ja. Okay. Ja. Ja, kannst du da ein, zwei Sätze dazu sagen? Morbus Bechterew? Ja, ganz wichtig, liegt mir sehr am Herzen auch. Morbus Bechterew, das ist jetzt Übertitel, Überschrift bei diesem Workshop, der noch würde dann Morbus Scheuermann auch sehr, sehr nah auch treffen mit allem, wie wir vorgehen. Die Erfahrung ist schon lange da. Morbus Bechterew hat sehr starke hyperkephotische Haltung. Mhm. Und natürlich alle Folgen, die daraus entstehen, die natürlich eingeschränkte Atemfunktion und so weiter. Muss natürlich wie bei jedem konkreten Befundsbild eine ziemlich genaue Vorgehensweise sein, weil man muss spezifisch der Erkrankung verstehen. Man muss verstehen, dass da unterschiedliche natürlich wie bei jeder Krankheit auch noch Stufen gibt und so weiter und so fort. Also da begeben wir uns schon wirklich in therapeutischen, leicht klinischen Bereich. Nichtsdestotrotz auch relevant für viele im Fitnessstudio, weil ältere Leute das sehr oft haben und sind oft Mitglieder im Fitnessstudio. Ja, endlich sage ich deshalb, weil die Doreen macht das schon lange, aber wir haben es irgendwie noch nicht so geschafft, das so richtig konzeptionell zusammenzustellen. Und das bin ich froh, dass es jetzt da ist. Also ganz, ganz toll. Für mich persönlich immer ein Mehrwert, auch wenn ich da selber viel Erfahrung habe. Ich habe mit Doreen noch darüber konzeptionell uns eng ausgetauscht und da habe ich gesagt, Doreen, das ist wirklich etwas, vor allem für Therapeuten, aber auch, wie gesagt, Trainer, die im Gesundheitsbereich arbeiten, sofort ein Impuls, weil Bälle haben die schon. Das ist alles da. Hier geht es um Impuls, um so ein bisschen Verständnis, wie holt man diese Leute ab. Und dann natürlich konkret, welche Übung mache ich, welche Haltung mache ich, wie lange und so weiter. Ganz toll. Ja. Also es gibt dort auch ganz klare Handlungsempfehlungen und ist ja sozusagen auch ein Einblick in das E-Learning, was ja schon in der Erstellung ist, in der Erstellungsphase ist für das Beschwerdebild. Und ich bin ja da auch in der Erstellung mit involviert und ich kann nur sagen, absolut geniales Material, wo ich schon Einblick habe. Absoluter Mehrwert, auch konkret zu wissen, was mache ich dann, und für den Therapeuten eben auch ganz klare Handlungsempfehlungen und manualtherapeutische Grifftechniken sozusagen, was ich dann zu tun habe. Mit Testungen vorher, klar. Ja, es genau, das hast du jetzt schon erwähnt, ich wüsste nicht, ob wir das hier sagen. Ja, es ist ein E-Learning. Das ja, klar. Weil es war immer eine Frage, ja, was mache ich bei Bechterew, was mache ich bei Scheuermann? Und dann natürlich versuchst du irgendwie, ja, mach diese Übung so und so oft, aber das ist dann, kommt nicht so ausreichend klar bei den Kollegen an. Und so haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt daraus E-Learning, alles kompakt abgefilmt, wie Lektionen mit den, und, genau, mit den Krankheitsdefinitionen und vor allem das Allerwichtigste, unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten, weil, und das ist sehr wichtig, Gesundheit ist immer was Konkretes. Ja. Ein Mensch hat einen konkreten Befund oder einen Zustand und dazu muss es eine konkrete Empfehlung geben. Gesundheit muss definierbar sein und Definition beginnt immer mit der Diagnostik. Ist bei dir im Gesundheitsstudio auch nicht anders. Mhm.
Das ist Eingangscheck, das ist Gesundheitszustand erstmal. Und dann machst du mit den Leuten, sagst, okay, du hast jetzt das und das und das, das kannst du, das willst du, jetzt mache ich mit dir das. Und dann machen wir immer wieder Monitoring und gucken, was sich verändert hat. Genau so ist es beim Wächterriff, sind wir dann, gehen diese ganze Struktur durch. Toll. Und es gibt noch ein wichtiges Thema, das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Na, weil da kann ich auch sagen, endlich mal, das sind die, wo es um drei Kugeln geht. Also die und die Bälle im Rücken. Und es vorne gibt es eine manchmal kleinere, manchmal größere Kugel. Das ist der Bauch, Babybauch. Das heißt, Thema Schwangere, immer wieder das Thema. Und wir haben schon, ja, die wunderbare Nancy im Podcast hast du gehabt. Und ich habe immer wieder, ich keine Ahnung warum, aber seit ein paar Jahren andauernd Themen. Ja, darf ich das machen? Was mache ich genau? Ab wie vielte Woche was? Und dann schicke ich immer alle auf Podcast, was du mit Nancy aufgenommen hast. Podcast ist schon gut, aber dann immer so, ja, aber wie genau sieht die Übung aus? Ja. Aber wo genau lege ich die Bälle? Was mache ich dann noch? Und da hat jetzt Nancy zusammen mit dir, ja, habt ihr auch E-Learning aufgenommen. Mhm. Auch mit einer Schwangeren und sogar, ja, mit einer jungen Mama, die schon ein Baby hat. Die kleine Sophia. Ihr seid gut drauf, ey. Und die Nancy selber Doppelmama, ja? Also zweifache Mama plus Heilpraktikerin, das heißt, sie arbeitet schon und ist noch Balance-Trainerin. Also einfach, ja, wie kann man darauf nicht stolz sein? Das ist ja heilig. Also auch unglaublich viel Know-how, was dort auch im E-Learning dann weitergegeben wird und auch schon jetzt zum Rücken Online Summit in Nancy's Workshop kann ich nur absolut empfehlen. Wie gesagt, ich bin ja so der Erste, der den Einblick bekommt und das dann auch zusammenstellt. Aber was Nancy dafür Wissen auch hat, also nicht mal nur 10 Minuten und ein Video, sondern es ist ein E-Learning-Kurs für während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft. Das ist unglaublich. Das ist schon wieder ein Ziel, eine kundengezielte Betreuung. Ja. Es gibt Kunden, Schwangere, es gibt Wächterriff, es, ja, gibt Urologie. Darum geht es. Wenn wir Gesundheit anbieten, müssen wir Gesundheit anfangen, klar zu definieren. Das ist nicht etwas Pauschales, ja? Weil du gehst in, ja, dieses Studio, trainierst da und sagst auch Gesundheit. Ja, woran machst du es messbar? Ja, ja, und das ist das Thema. Dass das Thema eine hohe Relevanz hat, hast du gerade selber gesagt. Ganz oft. Und zwar auch aus dem Ausland. Immer die Zuseher und Zuhörerinnen zahlen von dem Podcast. Und der Podcast mit Nancy hat Olympia- und Weltmeisterinnen und Sieger geschlagen, weil es einfach die höchste Nachfrage hat. Relevanter, ja. Ja. Auch wenn wir die Andrea Henkel-Burke mögen, Olympiasiegerin, verstehe ich, aber das bringt die Leute vielleicht weniger im Alltag weiter als ein Thema Schwangerschaft. Das kann ich nachvollziehen. So, ich würde sagen, wenn wir jetzt das noch vertiefen und noch ausweiten, dann glaube ich, sitzen wir wirklich in 2-3 Stunden noch hier. Ja, wir nehmen schon alles vorweg, aber wir wollten ja eigentlich allen mal so ein kleinen kurzen Einblick geben, was euch erwarten kann, und natürlich können wir nicht auf alles zu 100% eingehen, weil einfach die Zeit das nicht zulassen würde. Oder aber hast du mal etwas auf dem Herzen? Ja? Guck mal, ich bin in Ludwigsburg, ich fahre. Du hast das letzte Wort jetzt quasi. Richtung München. Und warum mache ich da? Ja. Weil ich endlich auch dazu komme, auch zeitlich, logistisch schaffe ich das. Bei den Messungen mit Elise Schabio machen wir das. Ja. Wir werden in so einem sehr Hightech-speziellen Labor in München die Messungen machen, von denen ich schon selber sehr oft gehört habe, von den Orthopäden, die mit meiner Methode arbeiten, die mir sagen, Frau Doktor, ich mache hier Messungen, vor allem, das sind so Privatpraxen rund um Berlin, aber auch München, die ich jetzt bei der Orthopädie-Summit getroffen habe. Ja, ich habe da Messungen, Diers-Messungen gemacht, das ist Belastung der Wirbelsäule während der Bewegung, also du machst, es werden die Parameter der Wirbelsäule gemessen während der Bewegung, was natürlich physiologisch korrekter ist, als einfach stell dich hin, ich mache jetzt eine Röntgenaufnahme oder so. Also es ist viel, viel relevanter einfach und nah an Leben selbst. Und dann erzählen die mir, ja, dann
wird ihre Methode gemacht und dann mache ich einfach mit Patienten wiederholte Messungen. Da habe ich gesagt, boah, wie toll ist das? Ich wollte so gerne diese Ergebnisse haben. Aus Datenschutzgründen habe ich bis jetzt von keinem einzigen Arzt, auch wenn die mir selber so ein Lobeslied gesungen haben, keinen Daten bekommen. So, also die Elise hat Zugang zu diesen Technologien. Sehr cool. Und du kannst dir vorstellen, es ist immer noch die Frage Orga, ja, du musst Probanden organisieren. Mhm. Und das haben wir jetzt endlich mal auch. Das ist schon seit mindestens einem Jahr gedacht. Ich sage so, jetzt mache ich, jetzt fahre ich nach München und morgen und übermorgen werden wir messen. Und das ist so, der Raum wird abgedunkelt. Das war in einem Fernsehbeitrag, hast du auch schon mal gesehen. Der Raum wird abgedunkelt, die Leute kriegen ganz viele Elektroden. Das ist tatsächlich strahlfreies Verfahren. Das ist also kein, da ist nichts Gefährliches für den Körper und unfassbar high-tech-mäßig im dunklen Raum bewegt sich ein und ganz viele Lichtstrahlen messen. Und vor allem, es gibt uns viel Information, was passiert und darum geht's. Genau. Am 11.11. leicht zu merken, Freitag früh, gleich als erstes, Elise. Mit dem Vortrag oder ist es ein Vortrag oder ist es auch? Sie werden diese Messergebnisse präsentieren und mal auch auf Diagnostik hinweisen und vor allem sagen, was genau wir gemacht haben dazwischen. Also es wurde einmal gemessen und anschließend auch und dann so, wow, was für eine Veränderung und dann immer so die Frage, ja, aber was habt ihr genau gemacht? Ja, das ist so, oft für unsere Kollegen relevant ist. Und dann zeigt die Elise, welche Übung genau gemacht wurde. Ich verrate es nicht. Ich bin gespannt. Ja. Ich schaue es mir an. Ja. Und wie immer, beim Rücken Online Summit ein geheimnisvollen Promi-Gast. Also sagen wir mal so Special-Gast, würde ich das eher sagen. Ja, du weißt selber nicht, wer das ist. Mm-mm. Ich überlege, ob ich es dir sage. Und du weißt es wirklich nicht, dass das Gute daran ist. Ich bin gespannt. Obwohl wir mit dir vieles im Hintergrund besprechen, aber du weißt es wirklich diesmal nicht. Ja. Ich schaue mal, ob ich mir die Infos irgendwo einholen kann. Nein, jetzt ohne Scherz. Wie ist es, wenn man nicht immer alles weiß? Macht neugierig, oder? Mhm. Ja, das geht mir genauso. Der Frank sagt, du hast dann Geburtstag, du machst an diesem Tag nichts, wir machen was. Ich habe schon alles geplant. Ich so, ich versuche schon über alle Wege rauszufinden, was hat er vor? Ja, bleiben wir im Land. Fahren wir, fliegen wir, weißt du? Also sobald man etwas nicht weiß, und das ist angekündigt, so sind wir Menschen, es macht uns neugierig. Und ich glaube, allein um diese Vorfreude auch zu genießen, sollen wir das geheimnisvoll halten. Und ich werde mit Frank reden, dass du es auch nicht mitbekommst. Na, dann machen wir das. Aber geht dir doch genauso, oder? Ja. Gott sei Dank, dann sind wir alle in Ordnung. Ein bisschen spannend soll es bleiben. Gut. Wie der gesagt. Rest kann man im Programm lesen. Genau, verlinke ich euch. Das ist doch das Gute daran, du wirst doch beifügen, oder? Ja, selbstverständlich. Und da wir mit Kürbissen begonnen haben, möchte ich mit Kürbissen abschließen. Ich war gestern hier, wie ich erzählt habe, in diesem, ich sitze hier nämlich am Boden, wie ich hier rede, in diesem schönen Schloss. Und ich habe Fotos von Kürbissen gemacht. Und was ich nicht wusste, ich zeige sie jetzt einmal Foto in der Hoffnung, dass man das sieht. Also, kannst du das sehen? Mhm. All das war wie so ein Bücherregal mit Kürbissen, mit Zetteln. Das ist alles Sorte von Kürbissen. Also für all diejenigen, die das jetzt nur hören, da sind viele Regale mit ganz, 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 ganz vielen Kürbissen. Unfassbar. Und was ich sagen möchte, das ist so bei Balance auch. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man alles so aus einer Idee entwickeln kann. Und das entwickelt sich nicht nur, weil wir irgendwie Lust darauf haben, sondern aus dem Bedarf, weil man tatsächlich die Grundlage, die Entlastung der Wirbelsäule aus der Kyphose, das ist das, was wir gemacht haben und machen werden. Dennoch die Vielfalt an Möglichkeiten ist so umfangreich. Und mit den Kürbissen kann ich insofern parallel bringen,
weil auch in einem Video habe ich gesagt, jetzt ist Rücken Online Summit ist wie so Erntedankfest für mich, weil wir das Beste wie so eine Ernte vom Jahr auch präsentieren werden. Mhm. Natürlich sind wir stolz darauf, wie man immer auf Ernte stolz ist, weil man hat gearbeitet und dann freut man sich, man ist stolz darauf. Aber man ist der Verantwortung bewusst und sagt, okay, lass uns das so ein bisschen als Samen für das nächste Jahr davon was nehmen, damit nächstes Jahr auch was eingesetzt wird und was wir dann auch vielleicht wie so einen Samen integrieren und dann schön pflegen und daraus was wird, worauf wir schon wieder stolz sind, weil alles hat so Ursache und Folge. Die Folge von Rücken Online Summit ist eben das Jahr selbst, die Themen, die uns berührt haben, die uns wichtig erschienen waren. Und natürlich soll das so ein bisschen als Impuls für das nächste Jahr, für die nächste Ernte auch dienen. Deshalb, so viele Kürbisse sind möglich. Und das Schöne daran ist, dass so viele sinnvolle Möglichkeiten meine Methode sich ergeben. Und das ist schön. Das ist Rücken Online Summit. Tanja, schönes Schlusswort. Dann alle, die Interesse haben, ihr findet auf den üblichen Kanälen alle möglichen Links, wo ihr euch anmelden könnt zum Rücken Online Summit bis zum 23.10. noch im Super Early Bird für nur 99 Euro. Ein Ticket, was ihr auch an alle Kollegen in euren Unternehmen weitergeben könnt, also pro Unternehmen ein Ticket. Ja, und dann würde ich sagen, von meiner Seite aus, danke fürs Zusehen, Zuhören. Tanja, dir danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir, Mirko, für deine tolle Ideen, für das tolle Jahr, wo wir sehen und ernten und auch dieses Gespräch und für Orga, für alles. Ich freue mich sehr darauf. Ich sage jetzt schon allen, es sind tatsächlich schon sehr viele, die Ticket gekauft haben, sage ich auch an dieser Stelle danke für euren Vertrauen. Und an alle, die das noch überlegen, kommen dazu. Wir freuen uns, weil nur das, was wir machen und teilen, gibt dem, was wir tun, einen Sinn. Das ist nun mal so. Ja, das ist schön. Dann, liebe Zuhörer, wir hören uns. Und macht Ciao. Euch mal schöne Kürbissuppe. Ist bisschen lecker und gesund. Alle eine Kürbissuppe. Tschüss. Tschüss.